alle da draußen. Neue Folge SSC-Taxi. Ich werde jetzt die Marie abholen, weil es ist gleich Training in der Pallenberg Arena. Und ja, ich hole sie jetzt ab, fahre sie pünktlich jetzt hier zum Training. Nicht, dass unser Coach Felix Koslowski sauer wird. Also, let's go. Guten Morgen, Marie. Hallo. Bereit fürs Training? Na klar. Immer doch, ne? Training immer. Willkommen im SSC-Taxi. Premiere für dich. Ja. Wir haben ja unfassbar viele Themen diesen Monat. Jetzt kurz in das Spiel in Dresden. Jetzt geht es morgen schon weiter gegen Wiesbaden, gegen Münster. Dann kommt ja auch schon Le Carné und dann geht es nach Wiesbaden und zum Abschluss nochmal Dresden und Stuttgart. Natürlich erstmal die Frage Dresden. Warum hat es am Ende doch nicht gereicht? Wir haben alle mitgefiebert, es war mega spannend, aber es hat dann doch nicht gereicht. Die Gründe von dir? Ja, im Endeffekt, wir haben zu viele Fehler gemacht. Dresden hat dann auch mit natürlich zu Hause vor so einer Kulisse mit ganz viel Herz gespielt. Hat dann auch, weiß nicht, natürlich nach dem ersten Satz erstmal nicht zu stoppen, sondern voll weiterzumachen. Es geht auf einmal gar nichts mehr. Dann kommen wir auch wieder zurück, aber Dresden hat weniger Fehler gemacht, nie aufgehört dran zu glauben und es hat funktioniert. Du hast den zweiten Satz ja schon angesprochen. Was war im zweiten Satz los? Ja, wenn man das so leicht sagen könnte, hätte das abgestellt. Ja, mit Sicherheit. Ich würde sagen, Blackout passiert immer mal. Ja, solange das, solange das nur einmal in der Saison passiert, verzeihe ich dir das auch. Ich verzeihe das der Mannschaft. Und danach ging es ja dann auch wieder bergauf. Wenn man ein Satz ist und man da rauskommt so gut, das denke ich auch. Blauen Auge davon bekommen. Jetzt am Samstag das Spiel gegen Münster, die auch nicht so schlecht dastehen. Wir haben noch keinen Satz abgegeben in der Pallenberg Arena. Festung Pallenberg Arena. Wie versucht man gegen Münster zu spielen und wie habt ihr euch jetzt auch vorbereitet gegen Münster? Und ja, erzähl doch mal. Ja, Münster hat die Saison schon ein paar echt gute Spiele geliefert. Die haben Stuttgart in den fünften Satz gebracht zum Beispiel. Haben jetzt gegen Spielburg auch klar gewonnen, ziemlich. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich habe auch viel Unterstützung in der Pallenberg Arena. Kommen wir doch jetzt mal zur Europapokalpremiere. Nächste Woche Mittwoch gegen Le Carné. Ich denke mal ein besonderes Spiel, auch für dich, für die Mannschaft. Denkt man daran jetzt schon oder fokussiert man sich voll auf Münster und hat das so ein bisschen im Hinterkopf? Oder spricht man schon aktiv in der Mannschaft darüber? Und wie ist es für dich? Also ist es für dich auch was Besonderes, im Europapokal zu spielen? Es ist erstmal tatsächlich eher noch so ein bisschen Weitblick und Hintergrund. So ein Tag vom Spiel gegen Münster, da liegt der Fokus einfach auf dem Spiel gegen Münster. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, mehr von Spiel zu denken. Und sonst, wir haben so viele Spiele diesen Monat, sonst kommen wir damit nicht mehr klar. Europapokal sowie international zu spielen ist immer was Besonderes. Das ist, glaube ich, auch für jeden Spieler so. Und es ist immer ein bisschen Highlight, da freut man sich drauf. Was macht denn das Trainerteam so besonders um Felix, der mit euch ja extrem gut arbeitet, so wirkt es zumindest von außen. Wir sind immer noch Tabellenführer. Was macht das Trainerteam so besonders? Ja, unser Trainerteam arbeitet, glaube ich, super viel im Hintergrund. Das ist ja nicht, dass die zum Training in die Halle kommen. Da passiert schon ein bisschen mehr. Und das merkt man auch einfach. Das,
da viel gearbeitet wird. Die gucken sich ja unendlich viel Videomaterial von den Spielen an, um so gut wie möglich auf die Gegner noch vorzubereiten. Da wird bei uns an den Stärken und Schwächen von jedem individuell gearbeitet. Da hat jeder Trainer seinen Bereich, wo er drauf achtet. Und ja, ich glaube, wir haben ein sehr gut abgestimmtes Trainerteam auch. Und das kann dann schon recht erfolgswirksam sein. Zumindest ist es das bis jetzt. Ja. Hier auch nochmal ein großer Dank an Olaf, unseren Scout, der wirklich alles sieht und alles bewertet und euch dann wahrscheinlich auch um die Ohren haut, beziehungsweise Felix, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Wenn wir jetzt mal zu deinen persönlichen Zielen kommen, auch gerade sportlich in dieser Saison, was sind persönlich deine Ziele und was möchtest du mit der Mannschaft erreichen? Also mit der Mannschaft Titelverteidigung ist, glaube ich, ein ziemliches Muss. Muss nicht, aber wäre schön. Wäre sehr schön, ist sicherlich jedes Jahr wieder schwer, ist nicht einfach und ja, die anderen Mannschaften werden nicht schlechter von Jahr zu Jahr. Die werden auch besser. Aber natürlich irgendwie so ein bisschen den Titel am Ende zu haben, wäre nicht schlecht. Für mich selbst auch nicht, ich würde mich auch freuen. Das ist schon mal gut. Ja, als persönliches Ziel. Und ansonsten, ich möchte einfach immer weiterarbeiten, besser werden. So Marie, entweder oder. Sport oder Faulenzen? Sport. Das ist zwar manchmal auch zu viel, aber ich bin nur noch Faulenzen, aber ich weiß genau, dass wenn ich den Sport nicht hätte, ich total durchdrehen würde. Buch oder Serie? Im Urlaub Buch, ansonsten immer die Serie. So, wir sind auch gleich an der Palmberg Arena. Du kommst pünktlich zum Training, das habe ich Felix versprochen, sonst hätte der dem Ganzen hier nicht zugestimmt. Wie sehen denn jetzt noch die Trainingstage aus bis morgen? Was macht ihr heute noch, was macht ihr morgen, wann wird sich getroffen? Wir werden noch ein bisschen Video auf jeden Fall schauen über Münster, werden Taktik uns zurechtlegen, dann ein bisschen Mannschaft aufeinander abstimmen nochmal. Für alle, die nicht in der Palmberg Arena sein können, ihr wisst es, Sport Deutschland überträgt morgen dann live um 19 Uhr. Ansonsten für alle, die unterwegs sind und kein Datenvolumen mehr haben, den VBL-Ticker gibt es natürlich auch wieder. Marie, ich kann mich nur bedanken, es war eine tolle Fahrt mit dir im SST-Taxi. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Training, lass die Bälle glühen. Und bereite dich gut vor auf Samstag. Und wir sehen uns spätestens morgen in der Halle. Auf jeden Fall. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, bis morgen.